is my old friend. Has come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. Their voices never share. Eine geile Version, wow, muss man einfach sagen. Und ich muss mich vor allem einmal kurz bedanken bei Peter, weil du der Einzige warst, der sich auch für Nell umgedreht hat, was man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen kann. Für dich hat sich ja noch Marc umgedreht. Wie ist das jetzt, ihm unter die Augen zu treten? Naja, also die Erfahrung spricht so ein bisschen gegen die jugendliche Leichtsinnigkeit. Er hat zu schnell kampflos aufgegeben, leider. Sorry. Das stimmt, das ist immer mein Problem mit den Frauen, ehrlich gesagt. Boah, wie oft hast du diesen Song schon gehört, Ray? Oh Gott, ich bin so ein Simon & Garfunkel-Fan. Und weißt du was, ihr habt es so gut gemacht, ihr beiden. Ihr bietet natürlich komplett was anderes an von den normalen Stimmen in dieser Oper. Ich bewundere es, ich kann es nicht. Und Sarah, du kommst auf die Bühne und das ist einfach eine Präsenz. Ich liebe Menschen, die so selbstbewusst und sagen, this is me. Ich hätte so viel zu lernen von euch beiden. Und ich treffe auf jeden Fall keine Entscheidung. Ihr könnt von mir aus die ganze Nacht durchspielen. Es war so eine gute Idee, euch in ein Battle zu packen. Sarah, mit dieser tiefen, warmen Stimme, war der perfekte Gegenpol zu Nell. Und als du dann in diese krasse Opernwelt uns entführt hast, das kann sonst keiner. Egal, wer mit euch gesungen hätte, er hätte im Schatten gestanden. Und ihr wart euch gegenseitig die Sonne. Ich glaube, dass ihr einen Moment geschaffen habt, der auf jeden Fall für diese Staffel einzigartig ist. Danke, danke, danke. Vielen Dank, danke. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wie ich richtig beginnen soll, weil ich bin noch total geschockt von dieser Darbietung. Ich muss sagen, dass wir, als wir uns getroffen haben, um über diesen Song zu sprechen, ein bisschen Fragezeichen im Gesicht hatten. Nela hat mich angeguckt, hat gesagt, ich weiß nicht, was ich dabei singen soll. Und ich habe gesagt, man würde ziemlich hart daran arbeiten müssen, man würde ganz bestimmt eine Lösung finden. Und das ist euch enorm, enorm gelungen. Danke.
Und jetzt kommen wir schon wieder zu der Stelle. Das ist jetzt der Wunderpunkt. Ja, das ist wirklich das Dramatische an den Battles. Wenn so viel Lob da ist, wer geht in die nächste Runde? Ich bin so gespannt jetzt. Das fällt mir wirklich schwer. Sarah, wir sind uns ja bei den Blinds auf gleicher Augenhöhe begegnet. Mit Hilfe eines Hockers. Ich möchte, dass wir uns immer im übertragenen Sinn zumindest auf gleicher Augenhöhe begegnen, und ich weiß, dass wir das können. Und diese Einleitung lässt sich vielleicht ahnen, wohin meine Entscheidung fällt. Nee. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Mel Lewinsky! Mel Lewinsky. Ich bin sprachlos. Hauptsache, danke. Du findest deine Stimme wieder. Das werde ich. Dein Applaus, du gewinnst das Battle. Viel super gemacht. Leute, ich weiß, du sahst toll aus und hast gesungen wie sonst was. Toll. Hast du Pipi in den Augen gehabt? Ja. Ich hatte mehr Pipi. Ja. Ich hatte mehr Pipi. Müssen wir uns Sorgen um dich machen? Niemals. Das wollte ich hören. Wir sehen uns hoffentlich irgendwo wieder. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Dankeschön. Sarah, danke. Ich habe ganz, ganz tolle Freunde, einen ganz, ganz tollen Verlobten, und ich werde weitermachen. Deswegen geht bei mir überhaupt nicht die Welt unter. Am Freitag steht der nächste Termin an. Ich werde wieder auf der Bühne stehen und werde sagen, ich hatte eine ganz, ganz tolle Zeit bei The Voice und kann hier erhobenen Hauptes tatsächlich rausgehen, weil es einfach super war.